Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. So, bis jetzt habe ich leider noch keine Ahnung, ob das geht mit der Karte, die wieder zu leeren. Aber lassen wir das mal beiseite. Wir haben noch eine leere Karte. Da würde ich jetzt ganz schnell mal dieses Fleckchen hier erkunden. Dann haben wir das hier auch vollständig. Dafür nehme ich mir am besten jetzt die Karte hier mit. Und dann laufen wir gleich auch mal los, um nicht sonderlich viel Zeit zu verschwenden. Wenn wir oben sind, lasse ich mal ganz kurz die Map laden. Weil ich habe irgendwie das Gefühl, jedes Mal, wenn ich die Aufnahme starte, leckt das ganze Spiel. Also dann bis... So, ja. Es wird dunkel, supi. Ich hoffe, es hat jetzt weit genug geladen. Die Tiere müssen wir jetzt auch bald mal reinholen. Ich habe aber leider noch keine Ahnung, wie wir das jetzt so anstellen können, ohne irgendwie zu viel Tamtam zu machen. Wir könnten eigentlich auch noch eine Monsterfalle bauen. Ich habe nicht sonderlich viel Erfahrung jetzt mit Monsterfarmen, Fallen, die ohne Spawner gebaut sind. Okay, jetzt haben wir ein Problem. Und noch eins. Und gleich noch eins. Okay, jetzt haben wir mehrere Probleme. Schnell, beeilen wir uns mal. Bevor die ganzen Viecher uns noch erwischen. Dann gehen wir noch eine Runde pennen. Ich weiß jetzt auch nicht so genau, was wir heute alles unternehmen können. Weil das Haus an sich ist ja schon, sag ich mal, oberflächlich weit gebaut. Die Inneneinrichtung würde ich jetzt gerne mal ansteuern. Aber naja, erstmal gehen wir hier eine Runde schlafen. Das muss jeder mal. Und ja, jetzt gehen wir ganz schnell runter, fügen die Karten wieder ein. Dann haben wir wenigstens das schon mal erledigt. Zum Großteil. Das hier dahin. Machen wir das Eck kurz mal weg. Und die Karte ist jetzt komplett weg. Super. Vielleicht hat sich nämlich das Eck dann nicht so ganz aktualisiert. Oh Gott, wieso leckt denn das jetzt hier so? So, die Karte richtig finden. Ich verstehe es nicht. Wieso landet die Karte hier oben? Das macht gar keinen Sinn. Okay, das Eck aktualisiert sich wohl erst, wenn wir nochmal da hinlaufen würden. Oh Gott. Es wundert mich übelst, dass es hier jetzt momentan immer wieder laggt, obwohl jetzt nichts im Hintergrund irgendwie lädt. Das finde ich schon sehr kurios. Machen wir einfach mal oben erstmal Cobblestone, also in deutscher Variante Bruchstein. Finde ich leicht etwas komisch. In den Ofen, da wir davon ein paar normale Steine brauchen. Sieht zwar hier nicht so gut aus wie wegen Texture Pack, aber egal. Lass mir schnell mal einen Kuchen. Okay, den einen Balken, das eine Pünktchen lasse ich mal frei. So, vielleicht haben wir ja schon die Steine, die ich brauche, irgendwo gebunkert. Nein, anscheinend nicht. Können aber noch mal ein bisschen Stein mitnehmen. Und es ein bisschen verteilen. Okay, dann haben wir jetzt mal ein paar Steinchen. Zum Anfang wird es zwar eh nicht wirklich reichen. Ja, okay, so. Dann haben wir mal 12 von denen. Weil ich würde nämlich gerne oben schon mal hier ins Eck dann anfangen, eine Küche zu bauen. Bin ich mir nicht so sicher. Machen wir es in dieses Eck hier. Müsste ich jetzt hier anfangen. Dann gehen wir hier ein paar rüber. Ja. Dann kann ich jetzt gleich mal ein paar Öfen und Zeugs hochholen. Also wir haben hier noch in der Truhe noch einen Ofen. Nehmen wir gleich einen davon auch gleich mal mit. Und brutzelt's oben gleich mal weiter. Die Werkbank nehme ich auch mit. Ich bin auch gerade am überlegen, ob wir uns im Keller
dann ein Netherportal machen. Ich bin mir aber nicht so ganz sicher, ob das jetzt schon so früh ratsam wäre. Okay, was brauchen wir hier drin noch? Kisten. Ja. Ob das so eine sinnvolle Idee wäre, jetzt schon in den Nether zu gehen, obwohl wir nun nicht mal genügend Diamanten, sag ich mal, für eine gescheite Ausrüstung haben. Das müssten wir noch schauen. Okay, ja. Jetzt hier gerade leicht am Überlegen vom Bau her mit der Küche. Hier kommt, glaube ich, noch ein Kessel hin oder zwei. Dann brauchen wir noch, wie heißt, Brauständer brauchen wir auch noch. Ich habe noch nie in Minecraft irgendeinen Trank gemacht. Ich habe einfach dazu irgendwie nicht so wirklich den Zug, weil ich nicht mal weiß, wie man den Brauständer craftet. Okay, ja. Was wollte ich denn jetzt holen? Ach, wir brauchen Eisen. Das war's. Eisen müssten wir jetzt auch mal bald wieder auffüllen. Wäre sehr ratsam, denke ich. Machen wir hier das eine Cluster hin. Die Hälfte davon da rein. Die andere Hälfte da rein. Ups. Dann hier in der Mitte können wir dann wieder so machen. Können wir mal die Abzugshaube bauen. Ich hoffe, wir sind jetzt auf der richtigen Höhe. So und so. Jetzt haben wir ja schon mal eine kleine Designer-Küche. Made by Gamer Basil P, ne? Ja. Machen wir uns mal einen Kessel. Ich glaube, das ging so. Ja, super. Ein Eimer Wasser haben wir natürlich nicht dabei. Schade. Machen wir gleich noch einen. Ah, hier haben wir sogar noch einen perfekten Stack gehabt. So, jetzt, was wir dazwischen machen, bin ich mir echt nicht sicher. Aber okay. Die Karte kann ich jetzt wegpacken. Muss ich jetzt irgendwo Wasser herbekommen? Gehen wir einfach schnell übers Dach. Und hier rein. Die Milch, die brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht sonderlich. Nicht um uns neue. So. Heute geht es einfach mehr ums Design im Haus, würde ich sagen. Ihr könnt ja auch Vorschläge machen, welchen Bereich ich als nächstes bauen sollte. Ob Wohnzimmer oder eher irgendwie was ganz anderes. Okay, ich habe jetzt da eine bessere Idee. Das da machen wir mal kurz weg. Nehme ich die Werkbank von da weg und setze lieber einen neuen Ofen rein. Sieht dann doch auch besser aus. Setze hier dafür die Werkbank rein. Ah ja, das jetzt. Okay, wir haben die Steine allesamt weggehauen. Wie können wir dann auch noch uns als irgendwas kochen? Okay, wir haben einen Stein zu wenig. Glaubt man das? Ich nicht. Supi. Ausgerechnet, jetzt fehlt uns ein Stein. Wir machen es lieber so. Wir nehmen hier einfach einen Ofen mit und setzen den da oben hin. Ich bin mir nicht sicher. Das Wohnzimmer würde ich, glaube ich, dann eher im unteren Stock bauen. Wenn nicht sogar ganz unten. Müssten wir noch schauen. So. Hier machen wir dann so einen kleinen Essbereich. Holz haben wir, glaube ich, sogar dafür jetzt genug dabei. Gehen wir damit runter. Ich verballere jetzt gerade mal schnell das Fichtenholz. Für ein bisschen anderes Farbschema. Stöcke brauchen wir auch noch. Für den Zaun. Okay, jetzt bin ich verwirrt. Wie war denn der Zaun? So nicht. Okay, ich habe gerade keine Ahnung, wie man jetzt den Zaun macht nochmal. Davon müssten wir ein paar unten haben. Dann kann ich dann besser auch zusammenbauen hier. Drei Stück. Mist, wir bräuchten vier. Ja, toll. Wir haben nicht genügend davon dabei. Super, super, super.
Ja. Machen wir eine Sitzecke einfach. So. Ja. Der Tisch wäre dann recht klein hier. Wir bauen uns halt jetzt erstmal ein Schild oder Schilder. Zwei Stück brauchen wir auf jeden Fall. Und eine Druckplatte brauchen wir auch mindestens mehrere noch. So. Dann hier. Und dann das hier nehmen. So, eine kleine, ein kleiner Essensbereich. Wirklich klein ist. In dem Tisch, lassen wir es erstmal so. Dann haben wir hier noch unsere schöne Terrasse, wo wir dann auch noch irgendwie was bauen. Was weiß ich jetzt auch noch nicht so genau. Ich würde sagen, ein paar Liegestühle, Schirme und so Zeugs halt. Und hier haben wir auch immer schön den Ausblick dann aufs weite Meer. Noch mehr Meer. Und ein bisschen Farmzeugs. Ja, das klingt ja schon mal gut. Und hier können wir dann ja auch diese ganzen Nahrungsmittel wie Karotten so bunkern, um hier dann im Endeffekt dann auch Essen zu backen, zu kochen und so weiter. Ja, das wäre jetzt mal der obere Bereich des Hauses. Vielleicht noch irgendwo eine Bücherei reinsetzen, wo wir dann Waffen und Rüstungen verzaubern können. Ja, das ist dann eher weiter unten. Hier packen wir dann die ganzen Kisten weg und machen unten noch einen kleinen Lagerraum. Ja, das wäre jetzt schon mal ein bisschen die Planung. Ja. Ich will endlich mal Kartoffeln haben. Dann können wir hier auch noch das vierte Ding hier zumachen. Was dann auch super wäre. Ja. Das war's dann, glaube ich, auch schon mit der heutigen Folge wieder. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und das war's. Ciao.